Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, meine Lieben, ich habe einen Action-Haul für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Ja, was hab ich mir mitgenommen? Ich habe mir einmal Lichterketten mitgenommen. Da sind 20 LEDs und da sind solche Sterne. Und die finde ich echt hübsch für einen Tür- oder Adventskranz für 1,62. Dann habe ich mir wieder Kartenrohlinge mitgenommen. Also das muss immer irgendwie sein bei mir. Ja, jetzt habe ich diese erwischt, wo kein Preis drauf ist. Aber die kosten, glaube ich, 62 Cent und die 58 Cent. Die. Dann habe ich mir eine Kerze mitgenommen. Die hatte ich ja schon mal gehabt und ich fand die gut. Die brennt auch gut ab. Die hat jetzt 1,61 gekostet. Und meine Lieben, ihr wisst ja, das ist eine Dauerwerbesendung. Mir wurde nichts finanziert. Ich habe alles selber gekauft. Ja, dann habe ich mir so einen Deo-Roller mitgenommen. Kostet 1,40. Der durfte mit. Dann durften solche Hygienetücher mit. Mit Aloe Vera. 25 Stück sind da drin. Und das ist so ein Viererpack. Ich habe schon einen Pack rausgenommen. Und das war. Also die sind im Angebot gewesen für 2,95. Also die sind ja für unterwegs immer, also ganz toll eigentlich. Habe ich auch noch nicht gesehen gehabt bei Action irgendwie oder ich habe darauf nicht geachtet. Dann habe ich mir nochmal diese hier mitgenommen, Make-up Brushes, aber nicht. Nicht zum Schminken, sondern zum Verblenden von Distress-Oxiden. Ja, aber eins hat sich wieder mein Tüchtelchen rausgenommen. Gesehen und rausgenommen. Ja, das wollte sie nicht haben, aber ich glaube, damit kann ich auch nichts anfangen. Das ist zu dünn. Also ich benutze dieses große oder dieses hier, aber das hat sie sich ja jetzt geschnappt. Ja, für 3,95. Dann habe ich mir so einen Anti-Dark Circle Sticks mitgenommen. 15 Milliliter. Für 98 Cent Anti-Augenringe-Stift, so heißt es auf Deutsch, hilft bei der Verminderung des Aussehens von Augenringen. Das mit Koffein angereicherte Serum zieht schnell ein und hat einen erfrischenden Effekt. Ja, man wird ja nicht jünger, sondern älter, ne? Ja, das durfte mit, wollte ich mal testen. Dann habe ich mitgenommen solche Masken. Ja. Solche Masken für 59 Cent. Ich habe jetzt nur diese zwei gesehen. Aber ich glaube, es gibt noch zwei weitere. Habe ich irgendwo in ein Haul gesehen. Und ja, ich finde,
Also ich benutze selber nicht solche Masken, aber das ist so ein schönes Mitbringsel eventuell. Oder wenn man etwas verschenken möchte, dann kann man das nett einpacken, obwohl das ja schon so schön aussieht. Dieses Motiv ist richtig niedlich. Ach ja, hier habe ich die anderen Briefumschläge. Ja, die braunen haben 58 Cent gekostet. Und die 62. Zweimal habe ich mir die mitgenommen. So. Dann habe ich mir Unterhosen mitgenommen. In L. Ne? Ja, dann könnt ihr ja erahnen, also ich bin nicht so schlank, ne? 2,99, aber ich muss sagen, eine habe ich schon verwendet, um mein A-Punkt-Punkt-Punkt hat die Unterhose in 2 Tagen zerrissen. Also ich weiß nicht, also Qualität ist schon mal nicht gut von diesen Unterhosen, die werde ich noch mal tragen und noch mal berichten, ob die jetzt ein wenig besser ist. Und dann habe ich mir sowas noch geholt, habe ich mir gedacht, sowas habe ich eigentlich noch nie gehabt, so, aber ja, da komme ich rein, obwohl das XL ist, aber die Teile sind verdammt eng für 2,99, aber ja, gut. Reinkommen, schön und gut, aber wenn man dann unterwegs ist, so, also fürs Wochenende oder so ist das nichts. Ja, wenn man dann auf Toilette muss oder so, dann ist das immer schwierig runter zu bekommen. Deswegen eigentlich ein Fehlkauf. Naja, gut, aber ich weiß jetzt Bescheid, ne? Dann habe ich mir noch diese Die-Card-Makings mitgenommen. Die sind echt schön. Ich werde die aber ein wenig anders gestalten. Ich muss das jetzt mal zur Seite legen hier, damit ihr auch was sehen könnt. Also, könnt ihr mal reinschauen. Ihr kennt das bestimmt auch, aber auch nicht jeder, ne? Also, ja. Ich werde das auch nicht unbedingt so nutzen, wie das hier abgebildet ist. Ich werde, manchmal ist mir das auch zu viel. Das würde mir ja schon reichen, ne? Vielleicht würde ich das, also dieses Fensterchen hier noch hinkleben und dann noch einen Spruch. Das blätter ich jetzt mal einmal durch. Hier, das ist auch schon genug. Oder auch manchmal so Motive. Hier wäre jetzt eine Uhr. Also die Uhr würde ich da jetzt nicht reinkleben. Dann würde ich lieber irgendwas anderes da hinstempeln. Also hier sind ja immer diese Beispiele, ne? Ja, ich brauche ja auch noch so ein paar Standteile, deswegen durfte das noch mit. Ich möchte ja einen Adventskalender basteln, aber diesmal nicht für mein Töchterchen. Sie möchte keins. Also sie möchte einen selbst gekauften. Naja, gut, dann wird es wohl so sein dieses Jahr. Aber meine Mama wird einen bekommen. Und je nachdem, ob ich jetzt noch einen schaffe, werde ich 2 Adventskalender basteln. Also die Motive sind, also das finde ich echt hübsch. Da würde ich jetzt auch nur ein Motiv draufkleben. 2 sind mir schon wieder hier zu viel. Hier oder hier, da würde ich das überkleben. Ich weiß gar nicht, was Nauti heißt.
keine Ahnung. Also das würde ich überkleben, je nachdem zum Beispiel, wer diese Karte bekommen würde, ne? Meine Oma zum Beispiel würde gar nicht wissen, würde auch nicht wissen, was das hier heißen soll. Oh, die ist ja niedlich, ne? Die Eule. Und die Entschuldigung, jetzt hatte ich einen Frosch im Hals. Die Teile könnte man ja auch so auf Card Candies oder so ATC-Karten verwenden. Diese. Weil die kann man auch hier raustrennen. Und dann hätte man so ein kleines Motiv. So, das sind die Blöcke. Also zum Basteln habe ich gar nicht mal so viel mitgenommen jetzt. Ja. Ach ja, dann habe ich noch die mitgenommen. Das duftet auch hier die ganze Zeit. Die hier, die kosten 1,15. Ja, und dann habe ich gebastelt. Die Videos sind auch online, aber die meisten gucken sich ja lieber Holz an. Deswegen dachte ich, zeige ich euch mal, was ich jetzt gebastelt habe. Nicht viel. Also jetzt habe ich diese Boxen hier gebastelt. Im Video habe ich diese Box gebastelt und ja, hier klingeln auch die Glöckchen. Ich weiß auch, glaube ich, warum, weil hier habe ich die so alle hier so dran geklebt und hier ist das, diese Glocke ist hier noch ein bisschen so locker, ne? Deswegen klingelt sie auch so. Ja, ne? So eine Schüttelbox mit Schnee. Ja, man könnte auch was anderes reintun. Also hier sind auch solche kleinen Sternchen und ja, solche anderen Pailletten. Und ja, hier das irgendwie, da habe ich wahrscheinlich zu viel Schnee verwendet. Das wackelt, also das schüttelt nicht so schön. Gut, die dann Karten. Ich hoffe, ich habe welche hier noch. Ja, aber auch nicht alle jetzt. Schade, dann kann ich euch weniger zeigen. Einmal so eine habe ich gebastelt. Video ist auch schon. Video ist online. Dann habe ich so eine gebastelt. Das Video ist nicht online. Und so eine. Also so ganz schlichte Karten. Und ja, Moment, ich schaue noch, ob ich irgendwo noch was habe. Irgendwo in der Nähe oder so. Nein. Ja, meine Lieben. Gut, das war's dann. Ich hoffe, ja, das muss ich noch ankleben. Das war nämlich so ein Prototyp, aber ich finde das doch ganz schön. Das wird dann jetzt hier dran geklebt und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals wieder. Entschuldigung. Und ihr wisst ja, ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben. Über ein liebes und nettes Kommentar. Und über ein Abo freue ich mich auch immer riesig. Ja, meine Lieben, bleibt gesund. Macht's gut.
Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi, tschüss.